Oh, hat ja schon wieder aufgehört zu regnen hier. Mensch. So, da hinten ist der Drache. Und willkommen zurück zu Skyrim Remastered. Ich bin der Meinung, weil ich habe schon von meiner Frau damals gehört. Damals ist jetzt, glaube ich, wirklich schon ein Jahr her fast. Nee, ja, kann ja gar nicht sein. Ich glaube, so 6 Monate ist das ungefähr her. Dass die Drachen. Das ist nämlich, glaube ich, Alduin. Der beschwört nämlich jetzt dann Drachen. Glaube ich. Muss aber nicht sein. Doch, das ist sowas von Alduin, oder? Das sieht aus wie ein krasser Drache. Da seht ihr, das ist Alduin. Oh, es regnet. Weil das hatte sie mir mal gesagt, dass Alduin die ganzen Drachen beschwört und deswegen sind die auch wieder da. Also das hier ist gar keine Stätte für irgendwelche Drachenschreie. Das ist eine Drachenbrutstätte quasi. Das ist ja schon hart irgendwie. Und ihr kennt ja auch diese ganzen Kreise hier immer mal so auf der Welt, die immer so leer sind. Da ist halt ein Drache geboren worden. Und ja. Ich finde das spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch gar nicht, was alle mit der Story haben. Ich finde die Story von Skyrim wirklich sehr, sehr cool. Und warum es gerade auch so ruckelt, liegt wahrscheinlich daran, dass es gerade hier so regnet. Jetzt geht's aber wieder, soweit wir uns da entfernen. Ist wieder alles ein bisschen im Butter. Okay, im Butter wäre es, wenn es 60 FPS wäre, aber ihr wisst ja, was ich meine. Komm hoch da. Wir wollen wieder in die Schwarzweite, wir müssen dahin. Okay, müssen ist relativ bei Skyrim, aber hauptquestmäßig müssen wir dahin. Und da werden wir jetzt auch hin. Hätte ich schon mein eigenes Haus, würde ich probieren, ob ich Popone nirgendwo zu anpflanzen könnte. Aber ich glaube sogar, dass das geht. Oder nicht? Boah. Ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ach ja. Sodele. Wo lang? Ich bin jetzt hier. Ah ja, ich wollte ja hier lang, stimmt. Die wachsen ja auch aus dem Boden. Ah, guck mal, da hinten geht's auch noch lang. Oh, das wusste ich gar nicht. Dann gehe ich da erstmal lang. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da hinten noch so ein kleiner Weg ist. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Pfui, nicht raus hier. Ich möchte nicht sterben unten auf dem Boden. Habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, mein Charakter hat da auch nicht so wirklich Bock drauf. Ah ja, jetzt hat er hier eine Treppe, ja. Okay. Da oben waren ja schon wieder Gegner. Deswegen werde ich die Gegner jetzt erstmal hell sehen hier. Leben entdecken, meine ich. Und warten. Ob ich damit Beschwörung level, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hoffe es einfach mal, weil ich meine, irgendwie muss man es ja leveln können. Ah, das sind Eistrolle. Ah, die gibt es ja so auch. Hier gibt es echt alles. Das kommt mir schon fast vor wie ein Dungeon, der ganz Himmelsrand erschaffen hat. Aber gut, was weiß ich schon davon? Gar nichts. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Fakten zu diesem Dungeon, aber. Nirgendwo's. Musste ich mal gerade so schreien. Ein Glück bin ich hier hochgekommen. Mehr gibt es hier nämlich sonst gar nicht. Außer halt den ein oder anderen Eistroll. Ah! Ba, 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 ba. Oh, mein Rücken tut weh. Ja. Ich hoffe mal, die stöhnt nicht so im Bett.
Ja gut, mir kann es eh egal sein. Dass man hier keinen Sex haben kann, finde ich jetzt auch eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ich weiß, jetzt ist wieder ein ganz komisches Thema. Aber dieses Rumgestöhne, das erinnert einen halt einfach nur mal daran. Auch wenn das eher an den Mann erinnert und nicht an die Frau. Aber gut. Ist ja, ne? Ist nicht so wichtig jetzt hier. Wenn man hier wahrscheinlich Sex haben könnte, wäre es wieder ab 18. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann, denn es gibt ja auch Filme, wo halt Sex vorkommt und zwar nicht zu wenig. Wie zum Beispiel The Wolf of Wall Street, den habe ich jetzt letztens fast zu Ende gesehen. Mit fast meine ich gerade mal die Hälfte fast, weil den haben wir in der Schule geguckt. In der Berufsschule. Und da wird sehr viel mit Drogen und Sex und Orgien und Hass nicht gesehen. Und hier ist sogar Nirnwutz. Guck einer an. Zack. Und der ist auch ab 16. Also deswegen verstehe ich manche Filme nicht, dass die ab 18 sind, nur weil da mal, ja, eine Brust gezeigt wird. Ich meine, klar, als Männer finden wir Brüste, wir finden sowas nicht schlimm, wir finden sowas eher schön und ne? Aber es ist doch was ganz Normales an sich, deswegen verstehe ich sowas nicht, warum sowas gleich ab 18 dann sein muss. Das ist Quatsch. Abgelegenes Puppenhaus? Ach, Pumpen! Ha! Abgelegenes Puppenhaus, genau. Ich hab's erkannt. Ich bin so klug. Au. Die, Motherfucker! Oh. Stimmt, es gibt auch Spinnenviecher, die, was ist das jetzt hier? Ach so. Okay. Die, ja, explodieren. Weil sie halt noch einen Sehnstein drin haben. Das gibt. Oh, jetzt habe ich ausgerechnet. Nein, ach man. Ich nehme nur Scheiße mit. Wem mal schade kann weg. Und die scheiß Pfeile hier können auch alle weg. Weg. Bäh. Ja, die Eisen verlasse ich einfach aus Prinzip. So, gibt's hier noch was Schönes? Sieht nicht danach aus. Gucken wir mal auf die andere Seite. Oh. Ah, guck einer an. Interessant. Selbst in so einem kleinen Dungeons können Nirnwurz sein. Cool. Dann lohnt es sich ja erst recht, alles zu entdecken durch diese Quest. Aua. Ah. So, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ach. Jetzt bin ich hier, wo ich hin wollte. Oh, da oben, ey. Oh, ich habe Angst. Das wird wahrscheinlich ein langer Weg werden. Also ein langer Dungeon da drinne. Aber. Oh, fast runtergefallen. Ich glaube, wir werden aber nicht gestorben, weil das Wasser zu tief ist. Da hinten sind zwar Fallme. Oh Gott, Meister. Gewesen, aber die interessieren mich nicht. Okay, das war klar. Gehen wir auf der anderen Seite gucken. Oh, da war's. Da warst du schon. Da warst du gerade eben, oder? Warst du da gerade eben? Ne, hier ist es. Ich hab's gemerkt, da ist es irgendwo. Ja, ist halt Meister. Was soll ich da machen? Hallo? Kannst du mal irgendwann. Ach, da oben irgendwo? Ah, okay. Ich verstehe. Ah, la 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 la. Nee, nee, nee. Ah, na, 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 na. Ja, das sieht schon gut aus. Ja. Jawohl. Der Alchemie, die kann ich natürlich wieder mitnehmen. Because ich habe jetzt so viel weggelegt, ich bin nur noch auf 100 irgendwas runter. Tiefenmarkt. Oh. Oh! Alter, ey. Du hässliches Wesen. Deswegen hasse ich diese Falme. Die erschrecken mich einfach so oft. Oh, mein Herz ist schon wieder. Stehen geblieben. Ist einfach stehen geblieben. Das ist sogar er. Guck einer an. Ja, ich werde angegriffen. Yippie-yay. Ach, von da hinten sogar. So frech sind die schon.
Ein Glück ist das normaler Fall, weil wenn es jetzt so ein Nachtschleicher gewesen wäre, wäre ich jetzt tot. Weil die Pfeile sind ja auch schon extrem stark. Ah, ich komme da nicht rein, egal. Muss ich auch nicht unbedingt. Nirnwurz? Irgendwo hier vielleicht? Nee? Okay. Raftetelbar Tiefenmarkt. Ich glaube aber, das ist nicht unser Dungeon. Also unser. Das gehört nicht mehr zur Schwarzweite wirklich so dazu an sich. Da kommt man auch noch anders hin. Bin ich der festen Überzeugung. Also ich gucke jetzt hier mal noch so rein, aber ich glaube, hier muss man nicht unbedingt hin. Weil ich meine, es hat ja was mit Reitenbad zu tun, diesen komischen Dungeon. Und warum sollte ich den machen? Macht da keinen Sinn. Hier sind gleich zwei Truhen. Wobei die sogar. Die ist leer und ich kann die knacken. Ach, Schlossstufe Meister. Ah. Leer ist also ab jetzt Meister. Oh, hier geht's auf. Okay, ich dachte, das wäre perfekt. Es ist weiter hier. Okay, das war wieder zu weit. Hier ist noch. Da. Näher daran. Ja, das war schon richtig. Da so. Jawohl. Der ist doch wirklich leer. Hammer. Hammer. Krass. Das ist asozial. Okay, hier kommt man noch gar nicht weiter. Auch nicht schlecht. Finde ich auch gut. Deswegen meine ich, der gehört nicht zur Schwarzweite, der Dungeon hier. Hui! So, da hinten bei den Wasserfällen sind bestimmt auch noch so einige Sachen. Allein da, wo dann dieser Spinnenweg da kommt. Ja, wo gehe ich denn jetzt hier lang? So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir über den Fluss weiter. Wir haben jetzt wie viel? 22 oder 21, ne? Von den Purpurn-Dingern? Ich glaube schon. Also 21 auf jeden Fall. Heißt mindestens noch 9. Das geht ja sogar noch. Da ist sogar noch so ein purpurner Dreck. Ja, wir hatten 21 tatsächlich. So ein bisschen Erz. Eben Erz sogar. Mensch. Wir gönnen uns echt verdammt vieles hier. So, da hinten weiß ich nicht. Könnte da noch was sein? Ich meine, warum nicht? Sieht aber jetzt hier nicht so aus irgendwie. Sollen wir den Fluss entlang hier gehen? Oh. Ja, können wir machen. Auch wenn ich ja nicht mal in dieser großen Falmerstadt war. Dieses Tor der inneren irgendwas. Ah, guck mal. Oh, bitte was? Huh. Oh shit, das ist ein Meister. Oh nein, bitte nicht. Okay, der Meister kann aber auch nicht sehr viel. Ich weiß, dass er mich mit einem Schuss, glaube ich, weggemacht hätte. Speicher kurz nochmal. Ja, für die letzten 6 Minuten speichere ich nochmal. Sonst habe ich ein Problem. Ich habe übrigens 61 zwergische Metallbarren. 61. Das ist verdammt viel. Na ja, komm hoch, da komm, jawohl. Was ist denn da hinten los? Da sehe ich auf jeden Fall schon mal Purpurwurz. Also ich bin der Meinung. Ich bin der Meinung, wir brauchen noch so ungefähr
Oh oh. 5 Folgen maximal dann. Aber ja, klar. Oh ne, ein Schattenschleicher. Oh nein, 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 nein. Ja, da muss ich mal kurz was trinken. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe gerade, glaube ich, irgendwas mitgenommen, was ich nicht mitnehmen wollte. Aber ist okay. Oh, wie süß. Ein normaler Fall, ne? Ja, die Nachtschleicher sind schon echt Krebs, ey. Da muss man einfach mal sagen. Aber doch gerade muss ich zugeben. Ich gestehe es, gerade macht der Dungeon sogar Spaß. Gerade macht's echt Spaß. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich es aufnehme. Ich hätte jetzt nicht so viel Bock, ehrlich gesagt, drauf. Als wenn ich es jetzt aufnehmen würde, so wie jetzt. Und auch das hier mit dem Trick hier, das geht einfach weitaus schneller, als sich die ganze Zeit dahin zu stellen, zu schürfen. Da bin ich auch nochmal sehr dankbar drum. Immer noch. Vielleicht hat das auch so einen kleinen Ausmaß. Man wird nicht so krass gestoppt. So wie ohne den Trick. Da wird man ja an jeder Ecke hier gestoppt. Und das zieht den Dungeon halt schon sehr, sehr lang. Vielleicht war der deswegen immer so ewig für mich. Es kann sein. Muss aber nicht. Vielleicht habe ich auch jetzt einfach sogar mich drauf eingestellt auf diesen Dungeon und... ja. Gut, das mit den Nirnwurz habe ich mir auch sogar schlimmer vorgestellt. Also, ja, ich hatte krasse Vorurteile dagegen. Menschenfleisch? Nee, stopp. Obwohl, ist ja Quatsch, wir haben ja genug Gewicht. Wir haben's. Wie viel Zeit ist noch? Ah, nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel, aber würde ich sehr gerne weiterspielen hier. Aber gut, die Mitte gibt es ja auch noch, wo dann diese komische Falmerstadt ist. Oder da wird es wieder eklig, weil die Zwergenruine an sich finde ich halt kacke. Das ist ja zum Glück nicht nur Zwergenruine. Wir können auf jeden Fall sehr viele Schlösser bauen. Die brauchen wir ja mit Korundum-Erz, können wir ja Schlösser bauen. Da können wir auf jeden Fall, richtig anpacken dann beim Schmieden. Hoch, hoch, hoch. Danke. Da hinten, dieses Glühende. Diese Stadt da hinten. Wo die ganzen Falmer sind. Das wird halt noch so richtig ätzend werden. Oh, guck mal, hier müssen wir sogar rein. Oh. Ah, da müssen wir rein. Interessant. Okay, dann werde ich da natürlich noch nicht hingehen. Das ist logisch. Aber ich gucke mich hier außen drum schon mal so ein bisschen um. Na, guck mal hier. Ebenerz. Badibidibu. Badibadiba. Ach nö, come on, ey. Ja, die Viecher finde ich immer noch nervig. Die sind zwar nicht stark, die waren damals mal stärker, irgendwie habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich die halt nicht im Nahkampf platt mache, sondern... das ist schon geplatzt. Ekelhaft. Ich glaube, in der heutigen Folge vergesse ich aus Versehen mal so ein bisschen die Zeit und mache ein bisschen länger für euch. Es ist Schwarzweite, es ist ein größerer Dungeon und es ist die letzte Folge der Woche. Von daher kann man ja mal ein bisschen länger machen, oder? Oder wie seht ihr das? Ihr seht das doch genauso. Ihr wollt doch Skyrim. Skyrim kann aber auch echt eine Droge sein. Ohne Witz, also... was das nicht mal einen Spaß bringt, das ist der Wahnsinn.
Ist hier noch nirgendwo? Nee? Nee? Schade. Schade. Ah, jetzt sind wir auch endlich mal in den Teil angekommen, wo wir hier über die Brücke laufen sollten. Jap. Okay. Ich glaube, wir haben soweit alles abgedeckt. Bei den Spinnen war ich natürlich noch nicht. Da werde ich aber auch noch hingehen. Leider. Ah, diese Falmerstadt. Das ist halt wirklich so ein Ding. Das hasse ich an diesen Dungeon. Das mag ich echt nicht. Ist nicht so mein Ding. Ups. Nee, das hier. Ja. Katsching, katsching, katsching. So, was ist hier jetzt Sache? Gibt es hier vielleicht noch irgendwo was für mich? Irgendwas, was mit P anfängt? Okay, theoretischerweise sind hier überall Pilze. Das fällt mir jetzt gerade mal so auf. Aber die will ich nicht. Ich meine ja das andere Wort mit P. Oh, was ist denn hier? Da sind auf jeden Fall Pilze, ja. Da kann man rein. Will man das aber auch? Blasenpilz. Ein Tripperpilz. Na, okay, gut. Lassen wir das. Flup, flup, flup. Flup, flup, flup. Alles meins. Ah, ich kann auch noch erzählen, stimmt, dass ich vor ein paar Tagen durch meine Frau, muss ich zugeben, These wieder runtergeladen habe. Dafür habe ich zum Beispiel Black Ops 3 gelöscht und Battlefield Hardline. Weil Battlefield Hardline ist zwar cool und macht auch eigentlich Spaß, aber es spielt halt fast kein Mensch mehr. Da spielen mehr Leute Battlefield 4, was auch weitaus mehr Spaß macht noch. Haus des Bauernhofaufsehers? What the fuck? Warte mal. Kann es sein, dass, dass hier die Stadt der Zwerge war? Das, womit, weswegen auch alles so verbunden ist? Das brauchen wir. Das kann natürlich sein, dass Schwarzweite die unterirdische Stadt der Zwerge war. Und da die ja irgendwann ausgelöscht worden sind, warum auch immer. Ja. Jetzt sind alles im Arsch ist. Das kann natürlich sein. Ach man. Ich muss mir kurz ein Gummibärchen hier nehmen. Ah, so. Oh shit. Jetzt ist er runtergefallen. Na toll. Egal, es ist nach der Aufnahme, ist ja nicht mehr lang. Wäre ja auch eigentlich schon seit 3 Minuten, fast sogar 4 zu Ende. Aber ich denke mir heute mal eine Ausnahme. Geht auch mal. Warum leuchtet es denn da so krass überhaupt? Was ist denn hier? Das sieht schon schön aus, das muss man sagen. Oh! Da läuft ein Riese rum. Nicht, dass die Riesen für mich stark sind, aber warum läuft... Hier gibt es ja alles an Gegnern. Dass hier noch keine Skelette vorkamen. Außer die toten Skelette. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Die Skelettreste quasi. Das ist ja... Alter, das ist ja ein... Holy shit. Gut, man kann aber auch sagen, dass der Dungeon auf jeden Fall der abwechslungsreichste überhaupt ist. Das kann man auf jeden Fall sagen. Weil keiner ist so anders gebaut... Deswegen auch so einzigartig wie der hier. Der läuft einfach rum. Und chillt ein bisschen ab. Ich frage mich jetzt aber ehrlich mal, wann wir mal wieder zu den Spinnennetzen kommen. Oh, ich werde angegriffen. Das geht ja mal so gar nicht. Weißt du, was nicht geht, mein Freund? Weißt du es? Ja, ich brülle ja gerne Leute an, ne? Du bist einer davon. Jetzt wirst du sogar noch auf dem Boden flambiert, ey. Du brauchst gar nicht aufstehen, ich helfe dir. Also beim Hinlegen.
Wenn hier auch wirklich noch ein Drache kommt, ne? Dann weiß ich auch nicht mehr. Der Schwarzwaldendrache. Das wäre eigentlich cool. So ein leuchtender. Ja, in der Art wie bei Dark Souls 3, bei dem DLC, The Ringed City. Der Drachenboss. Oh nee. Oh nee. Noch mehr von den Drecksviechern hier. Diesmal braucht nur einer. Ah, schon zweimal Zerstörung gelevelt hier in dem Dungeon. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Den gibt es kein zweites Mal. Wenn ich so daran denke, wie lange das eigentlich dauert mit dem Level mittlerweile. Ja, komm, mach jetzt. Nein, ich habe die Zeit übrigens nicht vergessen. Ich habe euch gesagt, ich mache ein bisschen länger. Nicht, dass jetzt welche auf die Idee kommen und sagen, die Folge geht aber echt gut lang. Ein Glück vergisst ihr das. Nope. Ey, ist ja noch ein Shortcut. Goll. Oder? Ja. Hammer. Weiß ich nicht, alles an Shortcuts rumstehen überall. Oh, meine Nase, ey. Oh, ich muss gleich niesen. Huh, ich muss unterdrücken. Oh. Oh. Okay. Alles in Ordnung. Ja, so halb. Halbwegs in Ordnung. So, hier ist eine Mauer, die irgendwie keinen Sinn ergibt, weil hier Schutt ist. Kann ich eigentlich auf die Pilzen rauf? Ah ja. Hätte mich jetzt auch wirklich ein bisschen gewundert, wenn das nicht der Fall wäre. Was ist denn da unten eigentlich? Ah, guck mal, ein Zwergenzenturio. Ha, wieder geilen Loot hier. Was macht denn das? Oh, ich hab dich sogar befreit. Oh nein, nein, nein. Das ist ein komischer Dampf, ey. Na, musst du abdampfen, ja. Bist du eine Lokomotive? Oh Gott. Oh. Boah. Der hat mich sogar noch getroffen, der Penner. Hat ein kleiner Wichser. Nice, nice. Nee. Joa, joa. Oh. Ja, der war nicht ganz so geil wie die anderen, aber trotzdem halt gut. Da hinten ist schon wieder irgendwas, irgendein Haus. Das gibt's doch gar nicht. Okay, gut, ich lasse langsam. Langsam, aber sicher sollte ich damit aufhören. Ich will gar nicht wissen, wie viel Barren wir dann haben, ne, von dem Grundumerz. Das muss ja so viel sein. Mindestens auch 60 so ungefähr. Glaube ich. Moment, dann heißt es, dass wir 130, stille Ruine. Oh, die stille Ruine ist, glaube ich, ein bisschen länger. Komm, ich will noch ein Purpurn-Dings für... Oh, okay. Cool, ich bin zufrieden. Da war es das jetzt aber auch mit der Folge. Ja, 10 Minuten mehr habt ihr jetzt bekommen. Das ist auf jeden Fall jetzt kein XXL. Ihr wisst ja, meine XXL-Folgen gehen ja 50 Minuten bis zu 45 Minuten. Die werden übrigens auch nochmal wieder Ende des Jahres kommen. Also auch von Skyrim wieder. Aber das hier, ja, war doch mal schick. War doch mal eine etwas längere Folge extra wegen der Schwarzweite. Und ich glaube, wir machen im nächsten Part die stille Ruine. Ich glaube ja. Wir sehen uns dort rein. Oh, ich kann gar nicht speichern. Ich gehe mal rein in die stille Ruine. Da gehe ich hier nochmal rein. Weil sonst kann ich nicht speichern und dann gehe ich hier rein und dann passiert irgendwas. Dann habe ich das nicht auf Aufnahme. Und da ist sogar noch Nirnwurz. Moment, das war es hier schon? Das war's.
Das ist ja armselig. Ich dachte, das ist. Okay. Gut, dann setzt und dann bleibe ich jetzt hier. Wir sind zum nächsten. Oh Gott, ey. Das ist nicht euer scheiß Ernst. Das kann nicht euer Ernst sein. Wisst ihr, wo ich das letzte Mal gespeichert habe? Hä? Wisst ihr's? Ich weiß es selber nicht mal mehr. Oh, scheiße. Oh nein, 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 nein. Oh, fuck. Fuck. Ist nicht euer Ernst? Wir sehen uns zur nächsten Folge von Skyrim nächste Woche. Ich spiele es nachher rein und ciao.